Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Sandra Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen ganz speziellen Adventskalender für dich und zwar geht es um den Ho, Ho, Home for Xmas Essence Adventskalender. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, dieser Adventskalender kostet 24,95 € und ist halt dieser klassische Essence Adventskalender. Ich muss sagen, dass ich den um Längen besser finde als letztes Jahr. Da hatten wir zwar einen Boxen-Adventskalender, aber ich fand den jetzt, dieses Rondell mit diesen dreieckigen Boxen drin, nicht so geil. Und der war auch ehrlich gesagt nicht so geil befüllt. Den hier finde ich einfach so schön. Also der ist auch über die Weihnachtszeit hinweg, sage ich mal, irre schön, oder? Guck dir das mal an. Wie unglaublich schön das aussieht. Ist jetzt fürs Unboxing ein bisschen unpraktisch und das werden wir auch gleich ein bisschen anders gestalten müssen. Aber ich finde den irre geil und ich freue mich da richtig drauf, den auszupacken. Und ja, ihr seid live mit dabei. Es gibt in diesem Video auch was zu gewinnen, was es zu gewinnen gibt und was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen. Sage ich im Laufe des Videos. Und was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ja, ist der schön oder ist der schön? Ich finde den wunderschön. Erfahrungsgemäß ist in dem Essens-Adventskalender auch so ein leicht weihnachtliches Essenssortiment mit drin. Wir haben hier aber auch eine bunte Mischung aus Nagelprodukten, Lippenprodukten, aber auch Face- und Base-Produkten. Ich hoffe nicht allzu viele Haarprodukte, nicht allzu viel Füllmaterial, aber wir gucken mal rein. Wir starten hier mal mit der Nummer 1. It's Matte O'Clock steht hier drauf. Hier haben wir ein Mini Matte Fixing Powder und das ist extra aus der Essence Weihnachts Limited Edition. Mega schön, 4,5 Gramm sind hier enthalten. Und wenn das halt so LE-Produkte sind, sage ich mal, werde ich das so runterrechnen, ne? Dass ich einfach schaue, was kostet ein Standard Puder im Essence Sortiment, weil das wird ja das All About Matte sein, nur halt anders gepresst. Und oh Mann, steht auch drauf, Let It Snow. Sieht man das? Ist wahrscheinlich ein bisschen überbelichtet, dann sieht man das nicht so gut. Aber ich finde dieses Pressing auch so richtig, richtig schön. Das gefällt mir. Weiter geht es hier mit der Nummer 2. Collect Moments and Lipsticks. Okay, also du sollst Momente und Lippenstifte sammeln. Hier drin sind enthalten Mini-Lippenstifte, Mini-Lipsticks. Okay, 2 Stück sollen hier drin sein. Da bin ich jetzt auf die Farben sehr gespannt, ob das auch tragbare Farben sind oder ob das irgendwas Schwieriges ist. Okay, da sind schöne Farben drin. Das ist so ein Rosenholzton und ein eher moviger Ton. Richtig schön. 1,8 Gramm haben die jeweils. Und auch die sind halt wirklich in diesem Weihnachtsdesign. Finde ich extrem toll. Hier ist die Nummer 3. Die Kläppchen lassen sich übrigens schön öffnen, sodass man den Adventskalender nicht vollkommen zerstört. Shape it till you make it. Also du sollst es in Form bringen, bis du es gemacht hast. Okay. Sammy. Hier haben wir eine süße kleine Pinzette drin. Das finde ich gut. Ne? Mini Eyebrow Tweezer. Eine Mini Augenbrauenpinzette. Das ist praktisch. Das ist halt wirklich einfach mal so was anderes. Ein anderes Füllmaterial. Aber halt auch nicht wirklich Füllmaterial. Du hast hier... Simi, hast du dich verschluckt? Das sollst du nicht machen. Da hast du auch so Pinguine mit drauf. Das ist süß. Das ist wirklich süß. Hier haben wir die Nummer 4. Today is a good day to write your own fairy nail. Heute ist ein guter Tag, um dein eigenes, ja, fairy nail, das ist ja so ein Wortspiel, ne? Feennagel zu schreiben, dein Feenland, wie auch immer. Und hier sind Nagelsticker drin und die finde ich toll. Das finde ich echt toll. Also es ist jetzt Oktober, da werde ich mir die noch nicht drauf machen, aber Leute, im Dezember werde ich mir solche Sticker drauf machen. Lebkuchenmänner sind ein bisschen kitschig, ne? Weil die halt echt bunt sind. Aber es ist süß, so ein Pinguin auf dem Zeigefinger. Und wenn man den Zeigefinger erhebt, ist ein süßer kleiner Pingefinger. Ein kleiner Pinguin mit drauf. Wow, die Nummer 5 ist auch ganz schön groß. Find your little heart baker. Also diese Wortspiele sind total süß. Das kann man schwer übersetzen. Du sollst deinen eigenen Herzensbäcker, sage ich mal, so finden. Das ist dann so an Heartbreaker angelehnt. Das ist hier schön reingeklebt. Nee, das war gar nicht geklebt. Okay, das war nicht geklebt, das war nur sehr fest drin. Und das hier sind wohl so Geschenkanhänger. Ja, 8 Stück davon. Das finde ich süß. Ja,
Kann man gut gebrauchen, ne? Kann ich gut verschenken. Süß. Nikolaus ist hier oben, die Nummer 6. Be my candy cane crush. Ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt, ne? Sei mein candy cane crush. Meinen Süßigkeiten irgendwas crush. Und das ist ein Pinsel und den finde ich geil. Ein Lidschattenpinsel. Und das ist so ein Smudger. Der ist halt ein bisschen flacher. Und der ist halt so richtig, der sieht aus wie eine Zuckerstange, Leute. Da ist also... Der Wahnsinn ist hier am Start. Also ich mag die Essence-Pinsel einfach. Die haben eine gute Qualität, ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das ist halt wirklich dieses Weihnachtsdesign, dieses Zuckerstangen-Design. Das mag ich. Dann gucken wir uns mal die Nummer 7 an. I came, I saw, I lined. Okay, ich kam, ich sah, ich hab's... ich habe eine Linie gezogen, ich habe es eingerahmt, ich habe es unterstrichen, ich weiß nicht, wie man Lined übersetzt. Das ist ein Kajalstift in der Farbe 01 Black. Ja, komm, ne, das ist halt so ein Holzstift zum Anspitzen. Ich glaube, in so gut wie jedem Adventskalender, wo wir dekorative Kosmetik mit drin hatten, war jetzt auch ein Kajal mit dabei, ne? Das ist ein bisschen Kajal-Overload für mich, aber in der Regel holt man sich ja ein, ich sag mal, maximal 5 Adventskalender. Und dann geht das. Dann hat man vielleicht seinen Jahresbedarf abgedeckt, wenn man ein Kajal-Junkie ist. Ansonsten, ja, ist es halt blöd gelaufen. So, dann gucken wir mal, wo wir die Nummer 8 finden. Die ist hier. Never stop creaming. Du sollst niemals aufhören, irgendwas einzucremen. Wow. Natürlich muss hier eine Handcreme mit rein, aber die ist süß, komm. 25 Milliliter sind hier drin und das ist eine nährende Handcreme und da ist ein Schwan abgebildet. Ja, es ist schon süß, ne? Ja, es ist süß. Aber ich mag nicht so gerne, dass immer Handcremes in Essence-Adventskalendern drin sind, weil die haben so ein tolles Sortiment, ne? Ja, Duft nach weißer Tee und Ginkgo, ja, ne? Ist für den Winter auf jeden Fall angebracht, da braucht man wohl Handcreme. Die Nummer 9 haben wir hier oben. I have enough nail polish, said no one ever. Hä? Ich habe genug Nagellack, sagte niemand. Okay. Ja, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Das ist aber auf jeden Fall jetzt nicht so ein klassisches Rot, sondern es ist so ein Kupfer. Finde ich ganz nice. Hier sind drin 5 Milliliter. Und das ist halt auch wieder mit dem Schwan drauf. Mini Metallic Nail Polish. Und ich weiß jetzt nicht, welche Farbe das ist. Da steht jetzt so nichts bei. Das ist halt extra für diese Weihnachts-LE gemacht worden. Kommen wir nun in den zweistelligen Bereich und öffnen hier die Nummer 10. Dream as big as your lashes are. Du sollst genauso groß träumen, wie deine Wimpern sind. Okay. Und das ist die I Love Extreme Volume Mascara. Auch wieder in der Weihnachts-Limited Edition. Du bekommst sie aber auch im Standardsortiment. Und ja, die soll dir halt extreme Wimpern machen. Das finde ich ganz nett. In diesem Video gibt es übrigens dieses Produkt zu gewinnen, und zwar die Essence Love What You Do Lidschattenpalette. Das ist diese hier, bestehend aus 9 wunderschönen Tönen. Die habe ich tatsächlich auch schon bei mir. Habe die auch schon im Einsatz gehabt und euch auch wahrscheinlich schon gezeigt in einem Schminki. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. So, jetzt kommen wir zu der Nummer 11, die ist hier. Twinkle, twinkle, little star, make a wish wherever you are. Scheine, scheine, kleiner Stern, mach einen... Wunsch, wo auch immer du gerade so bist. Und hier ist wieder ein, ja, quasi Füllprodukt drin, ne? Es ist so ein türkises Armband mit einem Sternchen drauf. Es ist ganz süß, sowas in dem Adventskalender drin zu haben. Und ich würde auch sagen, dass den Essence-Adventskalender oder den klassischen Essence-Adventskalender sowas halt auch so ein bisschen ausmacht, ne? Dass man so ein bisschen verspieltes Kram noch mit dabei hat. Ich persönlich würde mich aber tatsächlich mehr freuen, wenn hier mehr dekorative Kosmetik drin wäre anstelle von Nagelstickern oder von Armbändchen oder sowas. Aber gut, jeder so wie er meint. Hier haben wir die Nummer 12. Zumal Essence jetzt eigentlich das nicht unbedingt nötig hat, Füllmaterial reinzupacken, weil die ja so ein großes Sortiment haben, ne? Let's introduce the most kissable gingerbread man. Lasst uns, wir stellen vor den am meisten küssbaren Lebkuchenmann. Okay, das ist Color Changing Lip Balm, also quasi ein Lippenbalsam, der seine Farbe verändert, wenn du den auf die Lippen gibst. Und je nach pH-Wert passt er sich dann an. Das wird dann so ein leichtes Rosa. Ist eigentlich ganz nett. Und gleichzeitig hast du halt die Pflege auch mit dabei. Ja, als 12 ist es okay, einen Lippenbalsam mit drin zu haben, ne? Ja, ja, komm, das passt schon. Dann gucken wir mal die Nummer 13 an und die dürfte in einem der, genau, die ist hier nämlich an der Seite drin. Da würde man gar nicht wirklich vermuten, dass da irgendwas drin ist, aber da ist ein Kläppchen mit bei.
Was sich eher schlecht als recht öffnen lässt, um ehrlich zu sein. Oh Gottchen, ja. Sowas kann man auf jeden Fall in einen Adventskalender reinmachen, muss man jetzt aber nicht unbedingt. Das sind Face Jewels, also so Gesichtssticker, die kannst du dir auf die Stirn und an die Augen dran kleben. Das ist ganz nett für Karneval, ne? Oder wenn man halt, keine Ahnung, auffallen möchte an Heiligabend, keine Ahnung. Ich würde es mir nicht drauf machen. Nummer 14 habe ich hier, die ist sehr klein. Oh, praktisch. When life gives you a Monday, dip it in glitter. Wenn das Leben dir einen Montag gibt, dann dippe es in Glitzer. Hier ist ein cooles Produkt drin. Ja, ich mag es total gerne. Das ist ein Anspitzer. Und ja, ich finde, das ist ein cooles Füllprodukt. Und bislang hatten wir jetzt auch keine Füllprodukte, wo ich sage, boah, furchtbar. Also es sind halt schon praktische und verwendbare Füllprodukte, ne? Ja, aber halt sehr viele Füllprodukte. Sehr viele. Dann gehen wir zu der Nummer 15, die ist hier. Gloss on, worries gone. Also sobald du dir Gloss drauf gemacht hast, sind deine Sorgen weg. Das weiß ich nicht. Das hier ist ein Mini High Gloss Top Coat mit 5 ml. Ja, Top Coat mache ich mir auch immer über meine Nägel drüber. Das ist eine ganz gute Geschichte, kann ich auch nur empfehlen, das zu machen. Dann sind die Nägel haltbarer. Klar, wenn ich jetzt so viele Adventskalender aufreiße, wie ich das in letzter Zeit mache, dann löst sich der Nagellack irgendwann. Aber dieser Nagellack, den ich jetzt drauf habe, habe ich schon seit circa einer Woche drauf. Und ich finde, dafür geht's, ne? Der Zeigefinger löst sich jetzt. Ja klar, safe, Leute. Ich mache hier die ganze Zeit Adventskalender auf, den ganzen Tag schon. Ich mache nichts anderes mehr. Aber im Großen und Ganzen, das hält dir wirklich den Nagellack auch gut fest, ne? Und macht ihn halt auch stoßfest und abriebfest und hast ihn nicht gesehen fest. Gut, wir gehen jetzt mal zu 16. Die ist hier unten. Happy Browly Days. Okay, also nicht Happy Holidays, sondern Happy Browly Days. Also ja, das ist was für die Augenbrauen wohl. Und zwar ist das ein Eyebrow Styler Kit. Ja, das wird mir aber zu dunkel sein leider. Ja, 2 Gramm sind hier enthalten. Dann hast du hier halt ein helles und ein dunkles Puder. Also wie gesagt, ne, für mich ist es dann in dem Sinne zu dunkel, weil ich bin halt blond. Aber das ist nicht schlimm. Immerhin haben die hier 2 verschiedene Farben drin und das finde ich schon wieder positiv. Ja, und das ist mit dem Weihnachtsdesign, mit diesem geilen Pinguin allein. Deswegen will ich es eigentlich gerne behalten. Aber wir müssen realistisch bleiben hier. Die Nummer 17 ist genau da drüber. Also diese Winterlandschaft im Hintergrund ist auch wirklich schön, ne? Also das ist ein ganz, ganz gut ausgedachter, überlegter Adventskalender schon. So von seinem Style her. Can you feel the magic in the hair, darling? Naja, ob ich die Magie in meinen Haaren mit diesen Viechern fühlen kann, ich glaube eher nicht, weil das bei mir nicht funktioniert. Also ich habe einfach viel zu lange Haare für sowas und ich kann es auch nicht am Arm tragen, weil meine Arme da einfach zu dick für sind. Also nicht zu dick, sondern einfach zu, ne, meine Knochen sind halt groß. Ich bin 1,73 Meter, da hat man halt auch entsprechend vom Armumfang her etwas mehr Länge. Das passiert einfach. Ja, aber ich bin, was meine Familie angeht, Leute, bin ich fast schon winzig. Also meine Mom ist 1,85 und mein Papa ist fast 2 Meter. Also von daher alles safe bei mir. Ja, Glitter in Metallic Hair Ties, glitzernde und metallische Haarbänder eignen sich auch super als Armbänder. Ja, aber leider nicht bei mir, ne? Nö. 18, die haben wir hier. Gloss like a boss. Okay, das soll ein Gloss sein wie ein Boss, wie ein Chef, wie ein sehr... Oh Gott. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott. Glitter Lip Topper. Und da ist richtig grober Glitzer drin. Das kann ich mir bei aller Liebe nicht auf den Lippen bei mir vorstellen. Ganz ehrlich, wenn das so grobe Glitzerpigmente sind, ne? Das finde ich zu hart, um ehrlich zu sein, weil... Hört sich blöd an, aber du isst ja deinen Lippenstift im Laufe der Zeit auf, ne? Dann isst du ja auch quasi diese kleinen Plastikpartikel, die da drin sind, auf. Das finde ich schwierig. Das finde ich wirklich schwierig. Das Produkt an sich, ne? Also richtig schwierig. Als Nagellack schön, aber als Liptopper, n-n. Nummer 19 ist wieder sehr groß. Wake up, make up, be happy, remove, repeat. Wach auf, mach dich fertig, sei glücklich, mach's runter und wiederhole das Ganze. Und hier haben wir tatsächlich ein Make-up-Entferner-Pad, beziehungsweise das ist ja so ein großes Tuch und hier sehen wir jetzt ein Viertel davon. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Muss ich wirklich gestehen, das ist eins der von meiner Seite aus gesehen am sinnvollsten eingesetzten Füllmaterialien ist. Das hatten wir auch schon in anderen Adventskalendern drin und mir gefällt es einfach sehr, sehr gut, weil das ein sinnvolles Produkt ist, was du halt auch echt jeden Tag verwenden wirst und ne, deswegen finde ich das geil. Finde ich besser als diese komischen Haarbänder. Jetzt kommen wir in den 20er-Bereich.
Und hier haben wir die kleine Nummer 20. When in doubt, choose red. Wenn du Zweifel hast, nimm rot. Ja, das ist halt ein klassischer roter Nagellack, ne? Das ist ein Mini-Nail-Polish mit 5 Millilitern. Und das ist halt so ein schönes Erdbeerrot, also fast schon so ein Pinkrot. Also ich mag die Farbe. Habe ich jetzt von Essie tatsächlich schon bei mir in der Sammlung. Ansonsten hätte ich den jetzt behalten, weil ich ihn schön finde. So, 21. Riesengroß. Da ist bestimmt eine Gesichtsmaske oder so drin. Nee, oh. Take a sweet escape to your dreams, Beauty. Nimm dir eine kurze Auszeit zu deinen Träumen, meine Süße. Ja, okay, ja. One Wish a Day Notebook ist das. Ja, ne, ich werde das als Einkaufsliste verwenden oder wie auch immer. It's written in the stars and here. Ja, da sind halt so kleine Botschaften auch noch mit drin. Das ist ganz süß. Make your own magic. Also ich kann mir das auch vorstellen zu verwenden, so als Ideenbüchlein für zwischendurch. Das finde ich auch ganz praktisch. 22 haben wir hier. Das ist auch klein und schmal. Was wir jetzt hier echt nicht haben, es sind so, abgesehen von dem Puder, ne, so Base-Produkte oder eine Lidschattenpalette oder so. Gar nicht. Schade. There she glows, looking like a star. Da scheint sie und sieht aus wie ein Star. Okay, das ist ein Mini-Highlighter-Stick. Das ist schon mal ganz süß, ne? So ein Highlighter-Stick, den kann man wohl gebrauchen. Definitiv. Da haben wir jetzt drin 1,8 Gramm. Ist nicht die Welt, aber du brauchst tatsächlich ewig, bis du solche Stifte aufgebraucht hast, ne? Ja, und das ist halt so ein schöner Rosé-Champagner-Ton. Die Nummer 23 haben wir hier in der Seite. Auch das wieder. Es ist sehr flatterig da drin tatsächlich. Ach ja, das hatte ich auch schon gesehen. Huch. Ja, das sind Body-Tattoos. Finde ich aber ganz süß für Weihnachten. Also für die Weihnachtszeit. Ne? Ich kann mir tatsächlich sogar vorstellen, das Heiligabend bei mir drauf zu machen. Einfach ein schickes rotes Kleid und dann halt dieses Body-Tattoo dazu. Habe ich überhaupt keine Last mit. Also das finde ich ganz süß. Oder so ho, 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 dieses, was da ganz oben ist. So um den Arm herum als Armbandersatz. Ist eigentlich ganz süß. Jo. So, hier oben haben wir jetzt das letzte Kläppchen, die Nummer 24. Hey Beauty, we wish you a wonderful Xmas from the bottom of our hearts. Hey Schöne, wir wünschen dir wundervolle Weihnachten von der Tiefe, aus der Tiefe unserer Herzen. Wundervoll. Hier haben wir einen Pinsel drin und der ist hübsch. Ein Mini-Highlighter-Brush steht hier drauf. Ja, es ist wirklich, ne, den kannst du natürlich auch als Blush-Pinsel nehmen. Aber er ist halt ein bisschen schmaler tatsächlich, also ein bisschen kleiner. So Puder kann man damit auch punktuell auftragen. Und hier hast du halt diese Sternchen drin, das finde ich sehr, sehr hübsch. Mag ich gerne leiden. Ist halt typische Essence-Qualität, gefällt mir wirklich gut. Und kommt auf jeden Fall in meine Pinselsammlung auch mit rein. Ja, das war jetzt der Adventskalender. Er sieht gar nicht so zerstört aus, wie man befürchten würde, würde ich jetzt mal so sagen, oder? Eigentlich sieht er doch noch ganz gut aus. Natürlich, die ganzen Kläppchen sind jetzt relativ rabiat geöffnet worden. Aber hätte man das normalerweise in dem Advent gemacht, dann hätte man das etwas sanfter geöffnet. Vor allem hier so die 21 oder so. Aber ich finde schon, dass er sich irgendwie lohnt. Wir haben dieses Jahr tatsächlich nur 3 Nagellacke drin, also Hut ab erstmal. Letztes Jahr war es echt eine Nagellack-Overdose. Ähnlich erging es mir letztes Jahr mit den Lippenprodukten. Ich muss aber sagen, dass diese Produkte, die hier jetzt in dem Adventskalender drin waren, schon sehr speziell sind. Also das ist jetzt nicht etwas, wo jeder laut Hurra schreit, oder? Also da muss man halt wirklich mal schauen, ob man das so haben möchte oder nicht. Aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis lohnt es sich immer wieder. Und auch einfach von diesem, von dieser Vielfalt an Produkten. Was ich ein bisschen vermisst habe, sind halt wirklich Base-Produkte. Ne? Blush, Bronzer, Highlighter hat mir gefehlt. Gut, Highlighter-Stick hatten wir mit dabei. Eine Lidschattenpalette hat mir jetzt so ein bisschen gefehlt. Aber na, so ist das halt. Hier haben wir auf jeden Fall einen kleinen Blick in das Essence-Sortiment werfen können. Und halt sehr, 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 sehr viel Füllmaterial noch sonst mit dabei. Oder halt extra Goodies, wenn man das so sagen darf. Die Preise für diese extra Goodies habe ich dann immer so Pi mal Daumen gerechnet. Es sei denn, ich habe die irgendwo gefunden. Ja, das war er nun, der Essens-Adventskalender. Jedenfalls der Ho-Ho-Home-Adventskalender. Und ja,
Wenn Ihnen das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!